An meiner Seite Cagefight Live Champion Philipp Schranz, der am 4.2. bei Superior FC auf Respect Leichtgewicht Champion Genghis Mosquito Dana treffen wird. Philipp, Verletzung genesen, bald ist es soweit, du wirst gegen Genghis kämpfen. Zuerst einmal, wie geht's dir und erzähl uns doch mal ein bisschen über deine Trainingsvorbereitung. Danke, mir geht's sehr gut. Wie du sagst, die Verletzung ist ausgeheilt. Ich bin wieder fit, habe super trainiert. Vorbereitung war bei mir in Wien im Fox-Gym. Fit gehalten habe ich mich im Cross-Gym Vienna und ich war jetzt eine Woche in der Schweiz bei Yasuba Enomoto. Habe mich bei dem auch vorbereitet. Takedown-Defense habe ich trainiert, Boden habe ich trainiert. Also Genghis kennt meine Schwächen und an denen habe ich aber gearbeitet. Ja, das wollte ich nämlich gerade sprechen. Wie schätzt du deinen Gegner Genghis Mosquito Dana ein? Also, ich schätze ihn gut ein im Stand-Up. Am Boden habe ich nicht viel gesehen, ich habe nur ein Highlight-Video von ihm gesehen. Ich denke, es wird ein Stand-Up-Kampf werden. Ich glaube, er wird nicht am Boden gehen wollen. Vielleicht, wenn er die erste Rechte von mir übernimmt, dass er am Boden gehen wird. Aber ich glaube, es wird ein super Kampf fürs Publikum, weil wir eben beide vom Stand-Up kommen. Und ja, ich freue mich drauf. Es ist schon lang her bei mir wieder und ich bin schon hungrig auf Genghis. Ja, der Kampf wird ja auch ein bisschen so Champion vs. Champion betitelt. Ihr seid beide in einer anderen Organisation Leichtgewicht-Titelträger. Bedeutet das auch für dich jetzt so ein bisschen so ein Prestige, so eine Sache? Wer ist jetzt gerade der stärkere Champion? Ja, gegen Genghis ist sowieso eine Prestige-Sache für mich, weil ich eben vor 2 Jahren, denke ich, gegen Ullas gekämpft habe und der mich mit einem Lebertritt K.O. geschlagen hat und er vom selben Team ist. Und deswegen ist es für mich jetzt noch extrem wichtig, dass ich da jetzt gegen einen Genghis guter Show liefer und auch gewinne. Ne? Du hast gerade schon ein bisschen verraten, du hast an deine Takedown-Defense gearbeitet, also auch im Bodenkampf. Gehst du davon aus, dass Genghis sich gar nicht auf einen Stehkampf mit dir einlassen wird? Ich kenne die Taktik von Genghis nicht, aber aus Erfahrung weiß ich, dass eben viele Leute, die was mit mir ein paar Schlagabtäusche gehabt haben im Kampf, am Boden gehen wollen mit mir. Weil ich eben harte Schläge habe. Ich weiß nicht, wie hart Genghis schlagt, aber ich werde sicher nicht den Bodenkampf suchen mit ihm. Also meine Taktik ist von Haus aus klar, das weiß jeder, dass ich im Stehen beenden will den Kampf. Mal sehen, wie der Genghis reagieren wird, wenn ich ihn treffen sollte. Es kann ja sein, dass er ihn nicht treffe, aber ja, also ich denke, es wird fürs Publikum ein toller Kampf werden, weil wir beide vom Stand-Up kommen und es wird ein Schlagabtausch werden und ich denke, es wird auf nicht über die erste Runde gehen und das wird ein K.O. werden. Ich K.O., er K.O., keine Ahnung, werden wir sehen. Das ist ja schon eine klare Ansage, ihr zählt ja auch beide als sehr erfahrene Kämpfer, auch als international erfahrene Kämpfer. Genghis hat letztes Jahr 4 oder sogar 5 Kämpfe bestritten, du musst es jetzt 10 Monate aussetzen. Denkst du, das spielt einen Faktor in diesem Kampf? Das kann ich jetzt nicht sagen, das kann ich dann am Tag vom Kampf erst sagen. Das weiß ich erst, wie ich mich am Kampftag fühle. Ich fühle mich jetzt sehr fit, aber wie gesagt, es ist dann tagesverfassungsabhängig auch. Aber normalerweise habe ich keine Probleme damit, dass nach langer Pause wieder, dass ich wieder in Kampfmodus schalte. Also ich denke nicht, dass es ein Problem wird für mich. Also Philipp, erst einmal vielen Dank für das Interview. Hast du zum Schluss noch was am Herzen, was du loswerden möchtest? Eine Prognose hast du ja schon abgegeben. Ich möchte mich bedanken bei meinen Sponsoren, CrossFit Vienna, beim Daniken, Fox Gym. Bei mir super möchte ich mich bedanken für die Vorbereitung, für eine Woche Vorbereitung. Ground and Pound möchte ich mich bedanken, dass er mir wieder die Möglichkeit gibt, mein Statement abzugeben. Ja, und alle Fans und Freunde des Kampfsports, ich freue mich auf den 4. Februar und ich hoffe ihr auch und werdet einen guten Kampf sehen. Ich wünsche dir bis dahin weiterhin eine verletzungsfreie Vorbereitung und hoffentlich dann nach dem Kampf auch nochmal interviewen zu können. Danke dir. Danke dir, danke euch.